So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin Samir, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge OMSI hier auf dem Kanal mit der Karte Bad Nauheim. Diese ist jetzt vor einiger Zeit erschienen und wir wollen sie uns heute mal anschauen. Insgesamt gibt es hier wohl drei Linien, die wir fahren können. Das sind zwei Tagfahrlinien und eine Nachtfahrlinie. Und ja, weil ihr mal tagsüber fahren wollt, sind wir heute auf der Linie 1 unterwegs. Von Freibad nach irgendeiner Albertschule. Schauen wir mal nach. Ach, geht gar nicht, weil wir ja jetzt mal den Bus soweit starten müssen. Und ja, zeige ich euch denn auf jeden Fall gleich. Hier war doch der Linienfahrplan meiner Meinung nach. Und ihr seht schon, ne, welche Bus ich mir heute ausgesucht habe. Albert-Einstein-Schule. So rum, ne? Und ihr seht, das Ganze dauert so um die 14 Minuten, also ist so eine relativ schöne Aufnahmefolge hier mit dem ganzen Drum und Dran. Ja, mal gucken, fahre das Ganze hier mit meinem ja, Solaris aus der zweiten Generation. Ja, ich glaube, ich muss da nicht mehr zu sagen. Ein bisschen Abwechslung muss aber trotzdem sein. Wir sind auf der Linie 001, glaube ich, und auf der Route... Ja, Albert-Einstein-Schule. Das passt doch. So, dann können wir die Tür schon mal hier aufmachen, können die Fahrgäste schon mal einsteigen hier und wir starten in der Zeit unseren Motor. Kann ich mal die Heizung anmachen? Hallo. Guten Tag. Hast du nicht mitgekriegt, dass der Motor nicht mal läuft, Alter? So. Und dann geht's wieder los mit OMSI. Albert-Einstein-Schule. So. Ich wundere mich allerdings, irgendwie muss ich mir irgendwas hier kaputt gemacht haben, denn die Logos sind ja wieder da von 3D, von 3DM. Naja, gucken wir drüber hinweg. Kriegen wir schon hin irgendwie. So, wir können aber das Ganze ja hier konfigurieren und da können wir ja hier den... Morgen. Morgen ist Samstag. Logo. Logo deaktivieren. Ha, genau so. Naja. So haben wir die Logos auf jeden Fall deaktiviert. Ich kenne die Map nicht. Ich bin sie noch nicht einmal gefahren. Das ist jetzt mit euch heute das erste Mal. Ich bin mal gespannt. Auf den Bildern sah sie sehr putzig aus. Ich mag das ja so, ne? Also diese ganzen überlaufenden Karten wie Alheim-Laurenzbach oder sowas, ja, dann kann ich absolut nicht, ja, Städtedreieck oder sowas, man fährt sie mal, aber das ist jetzt für mich persönlich kein Highlight, da geht es halt auf die Masse, ja, also Hauptsache viele, viele Linien und dann sieht aber das eine, die eine Linie sieht der anderen verdammt ähnlich und, ja, so hin und her bin ich der Meinung halt, das ist irgendwie bei Rurau und bei den anderen Karten doch irgendwie ein bisschen anders, ne, die halt doch deutlich weniger Linien bieten. Da merkt man dann halt so die, ja, dieses, ja, merkt man halt. Aber das ist halt wirklich Geschmackssache, da muss halt wirklich jeder selbst damit sich auseinandersetzen. Ich meine, klar, je mehr Linien du hast, desto schöner ist es. Und da fällt mir gerade eigentlich auch noch ein, wir müssten eigentlich auch noch mal Metropole Ruhr fahren, denn das hat mir eigentlich noch groß gar nicht hier auf dem Kanal gehabt. Heieieiei, na mal schauen. So, allerdings brauche ich hier meine Hilfspfeile. Ohne Hilfspfeile geht es denn hier nun doch noch nicht. Ja noch nie gefahren bin. Ach, die meine Güte, mein Lenkrad hieß nicht richtig. So. Das wird ja was. Muss ich mich schon wieder gegenhalten, weißt du? Oh, selbstgesprochene Ansagen, das ist nice. Sowas mag ich. Sowas mag ich. So, kommen Sie rein. Ja, hallo, 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 hallo. So, weiter geht's. Hier ist schön, dass hier nur... Achso, 1 und N1. Alles klar. Ja, es gibt die Linie 1 und 2. Dann halt die N1. Wie gesagt, die zweite Linie werden wir uns auch noch anschauen hier. Damit wir das Ganze natürlich hier komplett in einem Paket haben und das hier zumindest alles mal angeschaut haben. Ich muss ja sowieso sagen, in letzter Zeit fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer,
mich so ein bisschen zu entscheiden, so bei Omsi und Lotus, was nimmst du zuerst auf? Nimmst du erst Omsi ein bisschen auf und nimmst du erst wieder Lotus auf? Weil ich bin zurzeit gerade voll in dem Zusi-Wahn drinne. Sich damit halt wirklich krass auseinandersetzen und mich da halt richtig reinfuchsen. Wer mich jetzt halt schon eine Weile begleitet, der weiß, dass ich das eigentlich relativ gut kann. Ja? Also, dass ich mich da halt wirklich mir die Zeit nehme, mich denn da halt rein zu versetzen. Ja? Aber das ist halt natürlich immer das Problem, andere Projekte leiden drunter. Oh, das mit dem Lenkrad hier, das ist auch schon wieder mega nervig. Ja, aber wir kriegen es hin, heute. Haben Sie keine Heizung? Hallo. Nein, habe ich nicht, aber kann ich mal anmachen. Okay, jetzt war ich wieder hier versteckt hier. Ja, aber wie gesagt, also Zusi zieht mich gerade hier voll im Bann, also der eine oder andere kann es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt so meine drei Simulatoren, ja, also Omsi, Lotus und Zusi sind so meine. Oh Gott, das liegt hier wirklich an dem Lenkrad hier. Das ist. Muss ich mal in die Option gehen und das mal nochmal separat einstellen, weil das ist ein bisschen heftig. So, wo haben wir das? Ja, das ist unter Eingabegeräte und das will ich jetzt nicht öffnen, weil mir das sonst wieder zu lange dauert. Aber jetzt, ist es auch wieder richtig. Naja, das ist aber so diese komische Omsi-Macke hier. Ich finde es aber immer noch schön, dass immer noch so Linien rauskommen für Omsi. Hallo. Hallo. Immer noch Karten gebastelt und gebaut werden, dass die Leute noch nicht aufgegeben haben, sich hier so mit ihren Karten hier durchzusetzen. Na, mal schauen, ne? Also aktuell wird es schwer, so an meiner Lieblingskarte ranzukommen. Ne? Meine absolute Lieblingskarte ist ja Rurau. Ne? Also da ranzukommen, da muss schon einiges passieren. Als Payware-Karte ist natürlich mein X10, ne? Also da kommt ja auch nichts ran. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt meine drei Simulatoren. Ich bin mega, mega glücklich, dass ich sie endlich gefunden habe. Ich war ja lange, lange Zeit mit der dritten Simulation echt nicht zufrieden gewesen, also mit dem Train-Simulator von Dovetail Games. Versteht mich wirklich nicht falsch, der Train-Simulator ist wirklich ein guter Simulator. Ja? Das ist halt, wenn man halt wirklich so ein bisschen Zug fahren möchte und alles, was ist das absolut, ne? kann man sich kaufen. Kann man sich kaufen, es gibt halt wirklich auch unheimlich viel Content dafür. Ja, also da kann man wirklich, wirklich nicht meckern. Also ich rede jetzt hier den Train-Simulator nicht schlecht oder sowas, der ist wirklich gut. Also ich habe mir selber viele, viele Jahre gespielt. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass das halt für mich nicht mehr reicht. So dieses. Ich hatte mich letztens mit dem Phasus unterhalten und Phasus wollte halt mal so ein bisschen wissen, warum ich da jetzt bei dem da so ein bisschen den nicht mehr so mag. Und habe dann halt überlegt gehabt und der Grund ist halt wirklich, dass halt einfach so viel Content existiert für den Train-Simulator, ja,
aber der halt was verständlich ist. Das dürft ihr jetzt auch nicht falsch verstehen, dass ich da jetzt so ein bisschen das jetzt negativ jetzt vielleicht anspreche. Karten, die bereits schon vor 3-4 Jahren jetzt erschienen sind, heute nicht mehr richtig funktionieren, also heute in dem normalen Zustand halt einfach nicht funktionieren. Wenn du das Ganze mit PZB fahren willst, wenn du das Ganze so fahren willst und so Realismus pur halt, ja, das geht einfach nicht, ja. Und das ist halt so ein Punkt, den muss ich wirklich bemängeln halt, ja. Wenn ich jetzt eine Strecke fahren möchte, will ich jetzt nicht erst gucken, ja, funktioniert alles. Und da hast du ja diese 10 TS Pro Züge, ja, das sind da meistens immer nur einzelne Loks, ja, du hast halt nie irgendwie so einen kompletten eine Triebwagen und hast da alles nicht gesehen, ja, das sind halt immer einzelne Loks oder sowas. Da hast du dann deine 2-3 Aufgaben und dann war es das gewesen und das nennt sich dann TS Pro. Ja, dann hast du natürlich das voll ausgestattet, ja, und wenn die Strecke das aber nicht unterstützt, dann halt, ja, sitzt du natürlich da. Und das ist bei Zusi halt einfach nicht. Zusi hat einfach alles, ja. Die Strecken, alle Züge und alles ist mit allem ausgestattet. Und das ist halt der Grund, warum mir das Spaß macht. Und zudem natürlich noch die gute Performance halt, ja. Ich meine, eine Simulation muss nicht geil aussehen. Also wäre natürlich schön, wenn sie geil aussieht, ja. Muss aber nicht, finde ich. Wenn sie halt wirklich funktionieren soll, dann verzichte ich da lieber auf gute Grafik. Ja, und ziehe lieber halt dieses Flüssige vor, ja, also wie jetzt hier zum Beispiel diese ganzen Mini-Ruckler hier, die stressen mich jetzt schon so. Und das hast du halt bei dem Train-Simulator halt auch, bloß du hast bei OMSI keine Alternative, es gibt keine Alternative. Und bei dem Train-Simulator hast du die Alternative, wenn du jetzt zum Beispiel den Zusi willst, ja. Und da ich, wie gesagt, den Grafikstil von OMSI schon mag, ja, dass es halt alles so ein bisschen so aussieht, wie es aussieht, ist Zusi für mich natürlich, ja, genau richtig. Deswegen zählt für mich Zusi halt mit zu meinen Top 3. Ja, also das ist halt neben OMSI und Lotus selbstverständlich. Guten Morgen. Also das ist jetzt so, dass ich jetzt meine 3 Simulatoren jetzt hier habe. Das sind, wo ich jetzt auch sage, dass ich die gerne denn auch, also die werden wir natürlich viel sehen hier auf dem Kanal, selbstverständlich. Naja, wir werden auch noch den Train-Simulator sehen hier von Dovetail Games und Train-Sim World. Also das sind so diese Spiele, die werden hier kommen. Ja, aber so alles andere, denke ich mal, was jetzt halt nicht jetzt ernsthafte Simulation ist, werde ich auf dem Kanal einfach nicht spielen. Ja, also das ist dann halt, weil ich jetzt auch in letzter Zeit viel die Frage bekommen habe, ja, würdest du denn gerne mal oder zock doch mal diese Spiele von TMS Studios? Und da gebe ich ganz, muss ich leider sagen, Leute, nein, der Fernbus-Simulator interessiert mich so überhaupt nicht. Genauso wenig wie der Tourist-Bus-Simulator. Bei den U-Bahn-Simulatoren, okay, da würde ich vielleicht noch sagen, so, in Berlin Subway könnte man sich tatsächlich wirklich noch anschauen. Ja, das ist natürlich schon, wo ich dann sage, okay, ja, das kann man machen. Aber, also hier diese Tourist-Bus- oder Fernbus-Simulator, da komm ich persönlich einfach nicht rein. Das ist mir einfach zu langweilig. Kennst du das, wenn du einfach total unterfordert bist mit einer Simulation? Eieiei. So, ich habe Vorfahrt. Also darf ich fahren? Auf jeden Fall schön gebaut, die Karte. Muss man mal lassen. Ja, hier. Nur N1. Das ist schön gebaut. Da bietet allerdings nur 2 Linien, ne? Also Leitstellenfahrt kannst du auf dieser Karte leider auch nicht machen. Natürlich der Nachteil, wenn du kleine Karten magst, ne? Also ja, und wie gesagt, also da muss ich dann halt wirklich die Abfuhr geben. Ich weiß nicht, was Sebastian später mal macht, wenn er da ist, irgendwann mal wahrscheinlich in den nächsten 5-10 Jahren vielleicht so. Also ich kaufe mir sowieso alle Simulatoren eigentlich so in der Regel, die mich halt interessieren. Ne? Und Sebastian ist natürlich auch eine Simulation, die mich interessiert. Und ich habe auch den Fernbus und den Tourist-Bus-Simulator. Die habe ich alle, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so geizig bin und mir die nicht kaufen will. Ich habe sie. Aber wie gesagt, also zum Spielen halt
Und zum Let's Playen ist es mir persönlich einfach viel, viel zu langweilig, weil ich ab der zweiten, dritten Folge eigentlich nur noch ein und dasselbe mache. Ja, ist jetzt natürlich in Omsi oder Zusi oder Lotus jetzt natürlich nicht anders. Da ist es aber so, dass mich... Ich selbst habe ja Spaß daran. Und wenn ich natürlich selbst daran Spaß habe, dann vermittle ich das auch dementsprechend so. Und ihr merkt das denn. Weil die Videos dann halt deutlich anders werden als jetzt zum Beispiel die Videos, wenn ich jetzt hier TMS Studios Produkte aufnehmen müsste oder sowas. Ne? Das würdet ihr sofort merken. Und automatisch findet ihr diese Videos dann wieder blöd. Ne? Weil das halt nicht mit Leidenschaft ist und alles sowas. Bei Omsi, bei Lotus, bei Zusi, das ist mit Leidenschaft. Das ist reine Leidenschaft. Ja? Und wenn ich die natürlich mit euch teilen kann, na warum denn soll ich mir denn so ein TMS Studios Produkt nehmen, ja, und mir damit meine Zeit vergeudeln, ja, wenn ich denn hier eigentlich somit schon genug zu tun habe hier mit meinen drei Projekten hier. Mal die Heizung anmachen? Die Heizung ist an. Ne? Also versteht mich da wirklich nicht falsch. Vielleicht kann man mal so ein Angezockt-Video machen. Das ist natürlich, das sollte man vielleicht hinbekommen. Ja, aber so ein Let's Play, also wird es da nicht. Also es gab ja jetzt auch in der letzten Zeit so eine U-Bahn-Simulatoren. Ja, Leute, die habe ich mir auch geknickt, weil das ist halt einfach bloß ein schnelles Geld machen, weißt du, aber die Studios, die dahinter stehen, ja, die sind alle so No-Name-Firmen, ja, dass da natürlich nichts Großartiges bei dass da nichts wirklich passiert, Geiles rauskommt, ne, das sollte doch eigentlich schon klar sein. Aber jetzt auch da wieder nicht falsch verstehen. Natürlich unterstützt ihr kleine Indie-Teams, wenn sie sich jetzt natürlich Mühe geben und da jetzt natürlich was zaubern. Na, warum nicht? Das kann natürlich funktionieren. Ja, aber wie gesagt, also aktuell habe ich da jetzt kein Spiel jetzt für mich jetzt entdecken können, wo ich jetzt sage, so okay, das ist jetzt so das, was ich jetzt machen möchte. So, hier hat er natürlich schon mitgedacht und hat das Schild schon weiter weggestellt. Damit wir hier auf dem Bordstein aufrennen. Hier wäre so ein abgesenkter Bordstein ziemlich cool gewesen an der Ecke. Niederfelder Weg. Ja, also wie gesagt, von daher seid es mir da wirklich echt nicht traurig, ja, dass ich da euch da so nicht alle Wünsche entgegenbringen kann, hier, die ihr mir hier stellt. Versuche natürlich so gut wie es geht, all eure Wünsche zu erfüllen hier. Wenn es natürlich so kanalbetreffend ist, selbstverständlich. Ja, also jetzt nicht wieder hier irgendwas hier denken. Ne? Da dürft ihr mir da bitte nicht böse sein. Albert Einstein Schule, Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Und was denn halt mit Sebastian ist oder sowas, die zukünftige Simulation, die werden wir uns natürlich alle anschauen. Ne? Also alles, was mit Nahverkehr zu tun hat und ein bisschen Fernverkehr, schauen wir uns definitiv an. Ne? So Leute, wir sind da. Alles war natürlich okay. Wir haben uns die Karte angeschaut. Also ich muss sagen, doch, die ist doch relativ putzig, so an sich gesehen. Das ist eine kleine, feine Karte und fährt sich eigentlich doch relativ schnell weg. Also von daher, auf jeden Fall könnt ihr mal vorbeischauen. Ihr bekommt die Karte auf Omsi Webdisk, selbstverständlich. Ne? Da ladet ihr euch das Archiv runter und dann funktioniert das. Also ich hatte eigentlich schon alle Zusatzcontents, die ihr benötigt, alle drauf. Also von daher handelt es sich hierbei um Standard-Zusatzcontent, ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie hat euch denn Bad Neuheim gefallen? Dann schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn euch das Video sowieso gefallen hat, Däumchen nach oben, ne? Damit ich weiß, ich mache hier alles richtig und ihr wollt mehr sehen mit meiner Stimme und mit meinem Können als Busfahrer, ne? Denn wie gesagt, den Daumen nach oben, Leute. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir uns im nächsten Part hier wiedersehen. Und freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis denn. Tschüss.